Liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich ist jeder Tote im Mittelmeer ein Toter zu viel. Und natürlich, jetzt hören Sie doch bitte erstmal zu, das werde ich Ihnen sofort erklären, liebe Frau Hensel. Und natürlich ist es auch so, dass wenn seit Beginn des Jahres 2014 10.000 Menschen im Mittelmeer gestorben sind, dass uns das bedrückt. Und deswegen haben wir ja auch die Anträge von Grünen und Linken sehr aufmerksam gelesen. Aber ich muss Ihnen sagen, dass Sie sowohl in der Analyse als auch in den Schlussfolgerungen, die Sie daraus ziehen, daneben liegen. Und einige Punkte, die sind hier in dieser Debatte auch bereits schon genannt worden. Erstens ist es natürlich so, dass es nie gelingen kann, ein Netz zu spannen, das sorgt, dass man sozusagen alle, die in Lebensgefahr sind im Mittelmeer, auch tatsächlich zu schützen. Zweitens ist es so, dass man natürlich damit auch Fluchtanreize setzt und vor allen Dingen das dreckige Geschäft von Schleppern insoweit unterstützt, als sie auf ihren Kähnen die Menschen auf die hohe See bringen, sie dort ihrem Schicksal überlassen und man dann letztlich auch Gefahr läuft, das letzte Stück ihrer schmutzigen Arbeit mit zu erledigen. Und deswegen glaube ich, das, was wir tun, das ist erstens gut und es ist zweitens richtig. Wenn Sie sich anschauen, dass die Frontex-Operationen Triton und Poseidon letztlich inzwischen qualitativ und quantitativ das Ausmaß von Mare Nostrum angenommen hat. Wenn wir darüber hinaus, und da werden wir nachher drüber sprechen, über EUNAVFOR Med sprechen. Wenn wir darüber hinaus die NATO-Operation in der Ägäis uns angucken, dann ist Fakt, dass Europa noch nie so viel Personal, noch nie so viel Kapazitäten und noch nie so viel Geld in die Waagschale geworfen hat, damit wir am Ende auch erfolgreich sein können. Und die Zahlen bestätigen das ja. In den vergangenen 12 Monaten 60.000 Menschen, die gerettet worden sind von Frontex. 16.000 Menschen, die allein durch deutsche Marinesoldaten im Rahmen von EUNAVFOR Med gerettet worden sind. Und in der Ägäis ist überhaupt niemand mehr gestorben, weil die Westbalkanroute zu ist und weil es die Vereinbarung gibt zwischen der Europäischen Union und der Türkei. Herr Kollege Frei, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dadele? Bitte schön. Bitte schön, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank auch, Herr Kollege Frei, dass Sie die Zwischenfrage zugelassen haben. Ich gehe mal jetzt davon aus, dass das aufrichtig ist, dass man das Massensterben im Mittelmeer beenden möchte. Und es ist auch schön, wenn es dort Maßnahmen gibt, die dazu beigetragen haben, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Obwohl ich dazu sagen muss, es gibt kein Seenotrettungsprogramm im Moment im Mittelmeer, sondern das wird dann nebenbei eventuell eben gemacht. Und insofern würde ich gerne Folgendes wissen. Wenn es so aufrichtig ist, dass man Menschenleben retten möchte, wäre es dann nicht sinnvoller, mit einer einfachen Maßnahme das zu machen? Nämlich, dass man beispielsweise beim Paragraphen 63 Absatz 3 die Sanktionsregelungen für Beförderungsunternehmen abschafft, damit ein Mensch beispielsweise seine Flucht vor Verfolgung und Krieg insoweit auch machen kann und seinen Schutz bekommen kann, auch nach der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention etc. pp., wenn er einfach ein Flugzeug besteigt, statt tausende Euro an Schlepperbanden bezahlen zu müssen, die diese Flüchtlinge sogar schlecht behandeln und dann in Todesschiffe steigen zu müssen, mit dem Risiko, dass man eben gar nicht lebendig ankommt. Das ist doch eine Maßnahme, die möglich wäre und vor allen Dingen weniger kosten würde als alle anderen Programme, die man vorgibt, sozusagen diese Programme mit Millionen und Milliarden von Euro zu besteuern, um eben dies zu verhindern, dass Menschen sterben. Weil Fakt ist ja, dass die Menschen tatsächlich weiterhin sterben. Allein im letzten Monat, bis diesen Jahres, haben wir 2.500 Tote gehabt. Insofern eine kleine, einfache, ganz konkrete Maßnahme, die zur Beendigung des Massensterbens im Mittelmeer beitragen könnte. Ist das nicht eine Möglichkeit? Die würde weniger kosten als all Ihre Maßnahmen. Nein, Frau Kollegin Dadelen, das ist aus unserer Sicht keine Möglichkeit. Ich werde nachher gleich noch etwas sagen zum Thema legale Migration. Aber wenn Sie glauben, dass man 1,8 Millionen illegale Grenzübertritte in Deutschland im vergangenen Jahr zu legalen machen sollte, dann sage ich klipp und klar Nein dazu.
Es gibt andere Dinge, mit denen wir versuchen, dieses Thema nachhaltig zu lösen. Erstens, es ist falsch, wenn Sie sagen, es sei nicht richtig, dass beispielsweise EUNAVFOR Med vor der Küste Libyens die Seenotrettung sozusagen nur nebenbei erledigen würde. Nein, es ist ja geradezu nachhaltig, wenn man darüber hinaus eben auch gegen Schlepper vorgeht, auch gegen Schmuggler vorgeht, auch gegen Waffenschmuggler vorgeht. Und wenn man einen Beitrag dazu leistet, auf mittlere Sicht letztlich auch Marine- und Küstenschutz zu ertüchtigen, ihre Aufgaben zu erledigen. Es geht doch darum, das Thema nachhaltig zu lösen und nicht nur Strohfeuer auszulösen. Es ist richtig, dass es eine humanitäre Pflicht zur Seenotrettung gibt. Wer es aber darauf begrenzt, und das tun Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ja auch, zu sagen, Seenotrettung alleine und das Mandat, über das wir nachher sprechen werden, sei kontraproduktiv und hochriskant. Nein, ich glaube, wer sich allein auf Seenotrettung begrenzt und wer alles andere außer Acht lässt, der ist letztlich naiv. Und das wollen wir nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb ist es richtig, dass wir das machen. Sie haben einen richtigen Satz gesagt. Natürlich muss es das Ziel sein, dass wir es schaffen, dass die Menschen gar nicht erst die schwierige Fahrt über das Mittelmeer machen. Und deswegen muss man an dieser Stelle auch einen Satz dazu sagen, dass man natürlich etwas tun muss, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Nur, da werfen Sie uns in Ihrem Antrag vor, da bliebe alles vage. Das ist doch überhaupt nicht so. Erst in dieser Woche hat die Bundeskanzlerin in mehreren Reden darauf hingewiesen, dass die Bekämpfung von Fluchtursachen und Migration wahrscheinlich die größte Herausforderung in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts sein wird. Schauen Sie sich die Maßnahmen der Europäischen Union an. Beispielsweise die Tatsache, dass die Europäische Union im Rahmen eines Migrationspaktes 8 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020 zur Verfügung stellen möchte, gehebelt durch private Folgeinvestitionen auf 64 Milliarden Euro. Denken Sie daran, dass die Europäische Investitionsbank in den nächsten 5 Jahren ihre Projektmittel verdoppeln möchte, 6 Milliarden Euro zur Verfügung stellt und das gehebelt durch private Mittel letztlich auf 15 Milliarden Euro anwächst, um insbesondere Länder wie Jordanien, wie Libanon, wie die Türkei zu unterstützen, aber auch afrikanische Länder, um dort Perspektiven zum Bleiben letztlich zu stärken. Und ich glaube, dass das auch der richtige Ansatz ist, dass der im Übrigen auch lohnend ist. Wenn wir wissen, dass dieses und im nächsten Jahr wir in Deutschland insgesamt 50 Milliarden Euro aufzuwenden haben, um Unterbringung und Integration von Flüchtlingen zu gewährleisten, dann glaube ich, ist dieses Geld in den Herkunftsländern sehr viel besser angelegt. Und ich will zuletzt auch sagen, ja, es ist falsch, wenn Sie sagen, wir tun nichts, um legale Migration zu ermöglichen. Natürlich hat die Kommission jetzt erst einen Vorschlag vorgelegt, der die Blue Card reformieren will. Aber wir verstehen vielleicht etwas anderes darunter. Wir können über ein Einwanderungsgesetz reden, aber Einwanderung heißt, dass wir die zu uns holen, die unsere Gesellschaft auch tatsächlich weiterbringen. Und wir können im Rahmen der legalen Migration auch über Resettlement-Programme sprechen, aber wir können nicht darüber sprechen, dass wir illegale Migration wie in der Vergangenheit 1:1 zu legaler Migration machen. Und deswegen muss man auch darüber sprechen, ob man nicht anders diese Seenotrettung auch vornehmen muss. Man muss auch überlegen, ob es nicht besser ist, wenn wir Möglichkeiten finden, Flüchtlinge erst gar nicht auf europäisches Festland zu bringen, auch um diese Abschreckungseffekte nicht gegen Flüchtlinge, sondern gegen Schlepper letztlich zu statuieren. Darüber müssen wir uns Gedanken machen und da dürfen wir durchaus auch mal schauen, wie das in anderen Ländern passiert, die damit erfolgreich sind und die damit auch Seetote letztlich verhindern. Über all die Themen sollten wir uns Gedanken machen und dann wird nämlich eine nachhaltige Lösung daraus und kein ideologisches Strohfeuer, wie wir das hier mit Ihren Reden erlebt haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Dr. Birgit Malet